Was haben wir denn hier alle dran? Oh. Spiegelverkehrt. Don't. Steal. What? Don't steal from me. Kann ich das klauen? Gib mal her. Aber es ist hübsch. So kleine Details mag ich ja. Ja, okay, ja, hier kann ich es richtig lesen. Don't steal from me. Red, red. Ich möchte genau das Buch klauen. Da komme ich nicht ran, okay. Physik sagt nein. Okay. Ich stehe wieder mit dem Rücken zu euch, ne? Ist das so richtig? Ja, Tatsache. Okay, ich habe hier aber noch ein bisschen Platz. So. Ja. Okay. Und nun? Jetzt dachte ich, ich habe, oh. Wir haben einen Schlüssel. Wir hatten einen Schlüssel. Ich glaube, wir haben den immer noch. Gut, gehen wir mal zurück. Und versuch mal, hier durch die Tür zu gehen. Wenigstens ein kleiner Hinweis wäre ja schön, die Winde. Ich hätte mich fast erschrocken. Warum kommt von hier der Ton? Hier, von der Wand kommt er. Oh, okay. Ah, zu Hause, endlich. Oh, nee, das ist nicht zu Hause. Ganz so mistig sieht es nicht mehr aus bei mir. 9:59 Uhr, ich muss schlafen gehen. Da scheint Licht durch. Okay. No signal. Anfassen. Vor allem, wer ist denn hier der Innenarchitekt? Okay, gehen wir mal hier gucken, ob wir hier irgendwie durchkommen. Oh, hier können wir schon ein bisschen durchlucken. Bitte was? Ach, hat sich das Bild erinnert? Sorry, das habe ich gerade nicht gesehen. Das ist irgendwie eine Pflanze. Ja, eine Pflanze. Und eine Kerze. Guten Tag. Kann ich euch abfackeln oder muss ich jetzt rennen? Was muss ich machen? Wer seid ihr? Wollt ihr zu meiner Frau? Falls ja, dann muss ich euch da enttäuschen. Sucht die selber. Das ist richtig gut programmiert. Was wollt ihr denn? Pauf's mal, komm her. Nicht? Es macht trotzdem Spaß. Auch wenn so ein paar Coding-Fehler drin sind, ein paar Bugs und so, aber ich find's nicht schlecht. Finde ich gut. Kommt er wieder von hinten? Warum? Wenn hier wenigstens jemand hinten ankommen würde, weißt du? Wäre schön gruselig, aber so. Hier können wir rausgucken, aber sehen nichts. Außer ein paar Wolken da oben. Die wir auch nur so halbwegs sehen. Hintergrund.png. Okay. Wo sind wir jetzt? Oh, was ist denn hier passiert? Wo ist meine Taschenlampe eigentlich? Was ist das? Was ist denn da oben? Ich kann das gar nicht erkennen. Hier ist ein Gemälde. Ich staune, dass ich so lange aushalte hier in Feuer, ne? Wahrscheinlich, weil ich selber so gespannt bin. Warte mal kurz. Hier sieht man ja ab und zu was schimmern, ne? Aber... Wahrscheinlich müssen wir hier hochklettern. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Können wir hier hoch? Ne, hier nicht. Mein Magen knurrt. Hunger! Wer atmet denn da so schwer? Springen können wir nicht. Nein. Oh. Das war
Die falsche Taste, sorry. Können wir hier? Wir können es hier zwischenstellen. Ja, was sollen wir noch machen? Können wir irgendeine Schranktür öffnen? Hier, guck mal. Hier scheint so schön das Licht hin. Nö. Habe ich noch einen Sohn? Wie viel? Was war das denn für ein nackter Arsch? Alter. Was seid ihr denn für Hässlohnen? Geh jetzt hin, ich bleib jetzt hier. Okay, dann versuche ich mal gleich wieder rauszugehen. Oder auch nicht? Schatzü? Nee, du bist nicht Schatzü, oder? Kann ich dich anfassen? Anfassen. Komm her. Komm. Komm in meine Arme. Ja, komm. Aber nicht so. Wir haben Zuschauer, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Es ist auch nicht unsere Schatzhöhe, oder? Die sah doch hübsch aus vorhin. Oh, wir können hier durchgehen. Sind wir durchgeglitscht? Scheint so. Okay, wir kriegen ein bisschen Licht. Warte mal kurz, wir gucken hier gleich. Ich muss mal hier kurz rumfummeln. Hallo? Ich kann das... Kann ich hier? Meine Hand dreht sich. Was ist meine Hand? Nö, keine Ahnung. Dann gehen wir mal hier gucken. Ich verdrehe mich ja gerade. Okay, irgendwas tut sich. Oh. Zum Glück ist das Spiel komplett bugfrei. Man sieht's hier. Wieso geht das Geländer über den Boden hinaus. Was ist da los? Und was macht der Schrank da? Aber gut, das ist ein Horrorspiel, da kann sowas passieren, ne? Da ist es okay. Wir müssen doch hier irgendwas machen können. Irgendwas drücken, irgendwelche Knöpfe drücken. Haben wir eine weibliche Hand? Oh, wir haben eine weibliche Hand. Es kann ja trotzdem unser Schatzü sein. Mann, ich will damit was machen können. Da ist doch eine Hand. Muss ich da entgegenhalten oder was? Oh, Mann. Oder muss ich hinhören? Ja. Back to Area. Ja, bitte? Oh, wusste gar nicht, dass meine Kumpels da sind. Hi, habe ich hier zufällig? Nee, schade. Läuft da gerade ein Porno? Also ich frage meinen Freund, warte mal. Können wir eigentlich mal machen? Ach ja. Na, wie geht's? Kann ich hier noch ein bisschen? Ja, ein bisschen Platz habe ich noch. Na, Kumpel? Guck mal, mein Chat. Also, ihr seht das ja jetzt nicht, ne? Kann man in dir reingucken? Ja. Mies. Schon ein bisschen eklig, ne? Okay. Ich muss halt probieren, das tut mir leid, ne? Also, entweder... Entweder regt die das auf, dass das Programm nicht geht, oder es regt die an. Ich weiß es nicht. Ja, mach dir mal. Geh mal ein bisschen gucken. Musik hört auf. Was ist los mit euch? Jungs? Entspannt euch. Ganz ruhig.
Alles gut. Ah, das war doch hier. Warte. Ist natürlich total doof jetzt, ne? Aber der eine Cartoon. Okay. Entschuldigung, Entschuldigung, wir spielen ein Horrorspiel. Ich bin total geschockt und gegruselt und überhaupt. Nein, das ist wirklich ganz gut ab und zu, ne? Also teilweise habe ich schon Gänsehaut gekriegt. Das ist schon ganz cool gemacht. Bis ich Gänsehaut kriege, das kennt man bei mir. Das dauert ein bisschen. Kann hier noch ein bisschen ran. Kann aber die Tür nicht öffnen. Okay, das heißt, es hat mit euch zu tun hier. Soll ich mal gucken, dass der Fernseher gleich wieder läuft? Warte mal. Ich geh mal gucken. Beruhigt euch, Jungs. Guck mal, ich kann hier durchgehen. Ich kann hier hinter dem Fernseher laufen. Nee, kann ich nicht. Ist hier irgendein Kabel draußen? Wo ist denn der SAT-Receiver? Okay, hier kann ich nicht hintergucken. Kann ich hier irgendwas tippen? Hat er hier irgendwelche Knöpfe unten? Nee, ich kann auch nicht runtergreifen. Kann ich den umstoßen? Nee, ich kann nur Daumen zeigen. Ey, Daumen hoch. Ey, ist gut. Voll gut. Hast du mal Feuer? Wäre ich jetzt eine Frau, dann wäre das natürlich sehr merkwürdig, ne? Nein, es tut mir leid, ne? Ah, meine Nase juckt. Ja, Jungs, was machen wir jetzt mit euch? Geh in der Ecke und schäme mich. So. Victoria. Ja, sehr gut. Ist der Stuhl im Tisch? Scheint so. Okay, da oben ist auch nichts zu sehen. Du sagst auch nichts, ne? Kann ich. Ach, warte mal. Kann ich vielleicht. Ich muss mich hier mal ein bisschen drehen wegen dem Kabel. Kann ich hier das Radio vielleicht einschalten? Dass ihr stattdessen ein Radio hört oder so? Nee. Soll ich euch was Kühles zu trinken bringen? Nee, ich komme hier nicht raus. Was macht die Pflanze da oben? Was ist da los? Kann ich hier was fummeln? Bist du auch ein Radio oder bist du einfach nur Deko? Kann ich die Lampe noch nicht werfen? Nein. Ja. Oder müssen wir ja. Warte mal. Habe ich Platz? Ich habe Platz. Kann ich hier irgendwas machen? Hier vielleicht. Nee. Warte mal, ich guck mal hier in die Schublade, ob da ein Kabel drin ist. Nein, ihr könnt ja nicht reingucken. Aber ich kann durchgehen. Schön. Ich kann nicht unten weiter gucken. Ach, guck mal an. Das ist nur. Ah, okay. Jungs, was machen wir mit euch? Richtet euch nicht auf. Ich weiß ja auch nicht, was los ist. Der mit dem Dackel. Angenehm. Finde die Bienen hier, die sind am aufgeregtesten. Er hechelt die ganze Zeit. Oder bist du das? Nee, du sagst ja nichts. Du bist es ja. Du hechelst die ganze Zeit. Kann ich mit dir irgendwas machen? Weil du hechelst ja die ganze Zeit. Die anderen beiden sagen ja nichts, ne? Sagst du was? Kau mir bitte nicht du ab. Bist ein Feiner. Was ist los mit euch? Muss man an euch irgendwas machen? Irgendwie das T-Shirt richten? Soll ich es mal waschen? Ich weiß es nicht. Beißt du zu? Wehe. Wehe. Ich warne dich. Irgendwas machen? Moment mal. Was machst du da? Ich frage für einen Freund, ne? Ja, bin so ein bisschen ratlos. Was machen wir jetzt mit den drei? Wir können ihnen nichts zu trinken anbieten.
Wir können den Kindern Dusche anbieten, weil wir hier nicht rauskommen. Und hochkommen wir wahrscheinlich auch nicht. Gut, also ich habe geguckt. Er hat hier auch gerade extrem lange verbracht und sah aus, wie als wenn er verzweifelt war. Dann hat er gerade hier am Radio so rumgefummelt die ganze Zeit und dann ging Licht aus und hier kam eine Treppe zum Hochgehen. Jetzt ist die Frage, müssen wir hier nur lange genug Zeit verbringen, damit sich hier was tut, oder müssen wir hier dran rumfummeln oder verzweifelt überall hin klopfen? Vielleicht unterm Tisch. Nicht? Steht hier irgendwas drauf, was bestimmt ist? Nee, ne? Hier, der Popelfinger. Oh ja. Oh. Ha! Tatsache. Okay, das ist. Ganz ehrlich, das ist ein bescheuertes Rätsel, oder? Das war doch richtig bescheuert. Wenn man das überhaupt Rätsel nennen kann. Aber das gefiel mir gar nicht. Das hat mir zu lange gedauert, doch. Ja, komm, ich kann jetzt nicht mehr schocken, bin genervt. Nee, so jetzt nicht, aber. Ja, bitte. Okay, warte mal kurz, ich muss mich hier drehen wegen Dingens. Okay, von hier kommt die Musik irgendwo, aber hier ist Licht angegangen. Dann gehen wir mal dahin. Welche Raumnummer wartet nochmal? Ist das hier andersfarbig, weil hier der Sound herkommt? Sag mal, du bist aber nicht Schatzü. Geht's dir gut? Deine Augen leuchten. Entschuldigung. Ich wollte nur nett sein. Unsere Flashlight. Also wenn ich heute Nacht von Blut träume, dann weiß ich warum. Sieht so klein aus. Okay, wir haben immer noch kein Spiegelbild. Gut. Auf so eine Idee wäre ich nicht gekommen. Ja, ich auch nicht. Also, ich weiß auch nicht mal, ob das jetzt hier am Radio direkt lag, dass wir da einfach nur lange genug drauf gucken mussten, rumfummeln mussten oder wie auch immer. Oder ob das jetzt einfach nur die Zeit war, dass wir hier lange genug Zeit verbringen mit den dreien. Das ist ein Fragezeichen. Damit wir weiterkommen. Damit sich was hier ändert. Schatzü, wo bist du? Die kann mal wieder kommen. Die sah ganz nett aus. Hinter der Tür? Nö. Wer ist denn hier der Innenarchitekt? Sag mal, wir hatten hier gestrichen oder nicht gestrichen. Also bitte. Ich muss mich ab und zu mal selbst um die eigene Achse drehen, weil, ja. Wegen Kabel und so. Licht kommt jetzt von hier, ist das richtig? Müssen wir wieder runter? Jungs, seid ihr unten? Nee, ne? Kann ja nochmal gucken. Die Tür wird nicht mal angeleuchtet. Ich glaube, meine Wurst schmatzt hier irgendwo. Okay. War wohl richtig, glaube ich. Tock, wir kommen nicht durch. Was ist denn hier passiert? Ich glaube, Sapchen, die ist hier schon wieder gegangen, ne? Das war ihr wahrscheinlich zu doof. Sapchen sagt gar nichts mehr.
Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Kann sein. Ja. Ja, ducken. Ach so. Jetzt hier leer. Okay. Und es ist ruhig, ne? Bedeutet ja eigentlich, dass gleich ein Jumpscare kommen müsste. Man hört wirklich gar nichts mehr. Als wäre der Ton aus. Das ist ein netter großer Raum. Ich meine, die Treppe stört hier ein bisschen. Die passt auch nicht ganz, aber ist ja egal. Okay, gehen wir mal wieder hoch. Bestimmt kommt gleich was. Dass ich gleich die Wurst in mein, hallo? In meine Boxer topiere. Hallo? Kann ich ihn noch. Danke. Ach ja, komm, nerv mich nicht da unten. Geh jetzt. Ja, jetzt da wieder dich dann. Hier sind. Oh, Entschuldigung. Knister, knister. Komm mal mehr zu euch wieder. Bitte was? Von hier kommt das Geräusch. Aber wir können hier noch nicht durch. Was tut das, Buff? Schnauf. Okay, irgendwas tut sich hier jetzt wenigstens, ne? Das ist ja schon mal gut. Aber zur Tür? Durch die Tür konnten wir nicht. Würde ja schon fast meinen, dass wir hier durch müssen, aber die Tür hier hinten vielleicht? Beruhig dich. Nö. Oh. Hier fehlt der Boden. Ist ja bodenlos. Öffnet sich das hier oder warum ist das hier so eine andere Farbe an der Wand? Ah, gut, okay, ich wundere mich hier gar nicht mehr. Hier ist ja alles andersfarbig. Hallo Musik. Ich bin in der Musik. Ich gehe mal nochmal hier in der Wand gucken. Vielleicht müssen wir das Blut ablassen? Ist das eine Option? Ist auf jeden Fall eine Idee. Wo wären der Stöpsel? Wahrscheinlich hier, ne? Oh. Was ist das hier? Was sind das da? Ah, okay. Ein Stück zurückgehen. Warte, warte, warte. Nee, ich kann nicht reingreifen. Okay. Na gut. Na, Rufus, du guckst auch schon verwirrt. Ach, was macht denn der Stuhl hier? So. Hallo. Können wir Seifen benutzen? Waschbecken anmachen? Nö. Jetzt geht's hier weiter mit einem komischen Rätsel, wa? Müssen wir wieder so lange Zeit hier verbringen, bis wir fast aufgeben wollen, oder? Meine tonmäßig verändert sich ja ein bisschen was, ne? Hier spielt jemand Klavier. Nee, keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ne? Müssen wir doch nochmal runter? Ist da vielleicht irgendwie ein Schlüssel? Können wir hier einfach so nicht? Okay. Hier ist sofort wieder alles aus, ne? Das ist hier zwar beleuchtet, aber liegt ja vielleicht irgendwo wieder ein Schlüssel im Regal oder.
Irgendwo, wo man es nicht erwartet. Auf der Treppenstufe hier an der Kante oder so. Nee. Da oben, hier auf dem Sims. Tja. Was sehe ich? Ach nee, das ist eine Lampe da oben. Hat sich denn hier irgendwas geändert? Da oben, wenn wir jetzt hier unten sind. Nö, hier steht doch keiner. Hier ist zwar Licht, warum auch immer, aber ich stelle mich jetzt hier in die Ecke. Die Schnauze voll. Ich glaube, ich muss auch gleich aufhören. Weil ich halt schon länger durch, als ich dachte, ne? Dachte eigentlich, ich spiele so 5 bis 10 Minuten, dann muss ich aufhören, aber geht ja doch recht lange. So, einmal Ton wieder. Jawohl. Wird unten vielleicht gesagt durch ein Radio, was wir machen sollen? Müssen wir hier vielleicht, warte mal. Ist hier irgendwas? Schlüssel oder so? Oder müssen wir das Regal verschieben? Nee, können wir nicht. Das Spiel macht müde. Ja, wirklich, ne? Es hat eigentlich gut angefangen. Aber ja, weiß ich nicht. Schade. Ja, nee, gut, dann würde ich sagen, hören wir auf, ne? Ich weiß gar nicht, worum stehe ich. Ah ja, hier bin ich jetzt richtig rum. Gucken wir mal hier lang zur Tür. Damit zeige ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal, weiß ich nicht, ne? Vielleicht mache ich es auch privat weiter. Also bis dann. Ciao, ciao.